Kürzlich in der Dogana Innsbruck. Life goes on. So hieß eine bemerkenswerte Gala, konzipiert von Christian Riavec, Hermese Dörfler-Antal und ihrem Team. Als die Gala mit Herz gehört sie bereits jetzt zu Anfang der Herbst- bzw. Wintersaison zu den Höhepunkten der Innsbrucker Veranstaltungsreihe 2010. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, diese menschliche Seite auf jeden Fall hervorzuheben, nämlich bei jenen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind oder jene, die aus ganz besonderen Situationen sich herausgearbeitet haben aus Schicksalsschlägen und diese Schicksalsschläge meistern. Life goes on, eine lapidare Feststellung, die immer dann getroffen wird, wenn der Mensch vor einer Baustelle steht oder schlimmer noch, wenn er auf seiner Route geradezu aus der Kurve getragen wird. Bei mir war es ja auch so, ich war früher Sportler, hatte dann einen Skiunfall und habe dann auch eine neue Ausgangslage gehabt. Und ich denke mal, das kann man im Leben, spiegelt sich überall wieder. Man muss, falls neue Ausgangslagen eintreten, aus welchem Fall auch immer, einfach die annehmen und von dort weg wieder starten und sich Ziele setzen, neu orientieren. Und das kommt, glaube ich, gar nicht darauf an, ob es Behinderung ist oder im Arbeitsleben ist. Man muss die neue Herausforderung einfach suchen und mit der neuen Basic, wo man halt dann startet, neu wegfahren. Mitleidige Phrasen, das sind das Letzte, was Menschen bei massiven Einbrüchen in ihren Lebensweg gebrauchen können. Was sie jedoch brauchen, ist Schulterschluss zu ihren Mitmenschen, Verständnis, Ermutigung und Solidarität. Denn so oder so, life goes on.